Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen zurück zu Part Nummer 78. Natürlich wieder mit den Jungs, das ist völlig logisch. Ich habe ja gestern nicht, doch eigentlich schon, gestern versprochen, dass ich im nächsten Part euch ein Geheimnis verrate, was eigentlich typisch für mich ist. Also ein bisschen, bin manchmal so ein bisschen neben der Spur. Ganz selten, es fällt oft gar nicht auf, aber so hin und wieder trifft es mich dann doch und selbst unerwartet, meistens halt vor allen Dingen. Jetzt habe ich neulich im Stream, ja, festgestellt, auf Twitch natürlich, bei mir im Stream, festgestellt, dass ich vielleicht unter Umständen möglicherweise, bin mir nicht 100% sicher, aber zu, schon ziemlich sicher, dass ich habe jetzt zwei exakt gleiche M.2 Festplatten. Na, doch. Mhm. Genau, von Samsung, nicht? Die schnellen, bla bla, 2 TB-Dinger. Jetzt habe ich neulich, weil ich habe eine Handy-App am PC installieren wollen und mir ging, das ging nicht. Das haben wir dann hingeschrieben, extrahieren, fehlgeschlagen. Natürlich, Profi wie ich bin, natürlich instant festgestellt, der Speicherplatz reicht nicht aus. Und ich habe mich gewundert, weil das ist die Festplatte, auf die wir da und aufnehmen. Jetzt habe ich dann, schlau wie ich bin, geguckt, wie viel Speicherplatz ich habe auf dieser Festplatte. Ja? Mhm. Ich werde es nie raten, was jetzt kommt, nämlich der Plot-Twist, Freunde. Auf dieser Festplatte habe ich normalerweise 2 Terabyte frei. So. Und der Onkel hat statt beim Einrichten der Speicher, hat der Onkel statt 2 Terabyte 2 Gigabyte angegeben. Ah, das ist ziemlich einfach noch. Das, ich habe ungenutztes Potenzial hier einfach schlummern lassen im Tiefen des weiten Prozessorrahmen und so weiter, Herzens meines Rechners. Ja, das ist. Ressourcen sparen hat es immer geheißen und auf das habe ich mich gehalten und ja. Das du siehst, wie dumm es eigentlich manchmal wirklich bin, oder? Wahnsinn, oder? Wir hätten nie ein Problem, nicht nur ansatzweise gehabt. Also stell dir vor, hätten wir jetzt eine Festplatte gekauft für das. Boah, wie blöd sie wäre. Wäre sie mir nicht richtig eingerichtet gewesen. Ja, muss jetzt sein, das muss ich selber machen. Alter, aber ist schon dumm, oder? Also, mein Feiertag kommt am Fach, sowas passiert dir, sowas hörst du vermutlich jeden Tag, dass wer so blöd ist. Nein? Echt nicht. Tatsächlich, dass man mal irgendwo, also was ich schon gesehen habe, ist, dass irgendwer eine Festplatte so doof aufgespalten hat, dass das Betriebssystem, wo er Sachen installiert und alles auch nur so 5 GB hatte und dann aber die andere hat er trotzdem als virtuelle Festplatte noch mit angelegt und darauf gar nichts Big gespeichert. Fail. Das ist dann ein Big Fail. Ja, aber wie kann man denn, also ehrlich, dass man das nicht auffällt, dass ich, mir hat es gewundert, ich habe mir geschaut, doch, das ist komisch, 2 Terabyte ist super wenig. Auf einmal, was ich meine, das habe ich mir gedacht. Ja, ich bin ja nie auf den Trichter gekommen, dass ich sage, okay, pff, liegt daran, weil ich, so, wo muss ich jetzt hin? Ich bin fertig hier. Den kannst du wieder zurückbringen und dann muss das Feld gesät werden. Alles klar, schön. Und ich würde Schnaps drauf sehen, oder? Ja, yeah, Schnaps ist gut. Bringst du ihn zum Hof? Ja, fahren nicht zum Hof, doch. Naja, du kannst andersrum fahren, wirst kürzer. Ach so. Ich kenne den anderen Weg noch gar nicht. Ja, aber ist er so blöd? Also manchmal weiß ich nicht. Ach, übrigens, weil ich gerade am oberen Hof bin. Hm? Schafhof. Da ist ein Hühnerstall auch drinnen. Wir haben auch einen Hühnerstall bei uns direkt am Hof. Also das ist. Ja, ich ja. Hab den nur da drüben hingemacht, dass wir da mal hin können. Die Oma fährt ja, im ja. Hühnerstall Motorrad. Ist mir gerade das Einzige, aber das was ja. ich dazu beitragen kann. Na, weil man. Aber ich habe das gezeigt, oder? Wo ist er da? Ach, in der Scheune drin? Ja, kommen wir mal auf die Rückseiten. Warten. Hier? Oh, Tatsache. Ja. Aber fehlt da nicht ein Futterträger dann? Der wird fuhren sein. Na. Na, den Träger wirst du nicht sehen im Moment, weil. Oh, weil er nicht gekauft ist. Ja, okay. Weil er nicht gekauft ist. Verstehe. Achso, warte, ich muss ja. im K noch Navi spielen oder ist er einfach gerade drüber gefahren? Was? Nö. Okay. Hier rechts. Ist doch voll logisch. Ja, so ganz logisch ist es auch nicht. Eigentlich hätte sie gerade gemusst, dann links in den Wald rein. Komm mir nicht rechts. Rum, ach Mist, echt. Oh ja, jetzt? Da hast du es, eh? Ach, ah, come ja. on. Ich komm hier nicht. Schau, was du hast, wo es draufsteht. Ah. Ah, cool. Justin? Ja. Wie viel Problem? Der muss jetzt seine Rückfahrskills beweisen. Nein, da gibt es keine Skills, da ist der Zaun im Weg. Wurscht wie Skill hier. Das ist keine Frage der Skillung, das ist einfach. Oh no. Oh. Oh, gut.
Ah, ja, okay. Na, was? Shit. Da habe ich schon mal mit dem Grubber festgesteckt. Ah ja. Die steckt nicht fest, die kann man nur bewegen. Oh, schön. Nee, das hier unten ist nicht für Maschinen gebaut. Ja, nicht für die Maschinen, keine Ahnung. Nee, ich glaube für gar keine Maschinen. Ah ja, ist der Radweg. Außer also vielleicht für den John Deere, ja. Jesus. Ich bewege mich nur immer. Schau, ich habe nicht festgesteckt. Sehr gut. Aber ich fahre jetzt in die falsche Richtung, merke ich gerade. Der Wind kommt aus der anderen Seite, ja, ist egal. Dann kannst du auch den anderen nehmen, den normalen Weg wieder. Nein, ich bin hier da, wo ihr rauskommen wollt. Ja. Ah ja. Ach ja. Also das mit der Festplatte, irgendwie freut es mich, irgendwie denkt man, ich bin zu dumm für die Welt. Vorne raus und rechts. Ja. Oh, die Palette Eier ist bald voll. Ah. Also es fehlen noch zweimal Stiegen. Was? Zweimal Stiegen? Ne, es sind noch immer so eine Stiege bis 5, glaube ich, hoch. Und jetzt fehlen noch auf der Palette zwei Reihen. Also nicht zwei Reihen, sondern eine Reihe mit zwei Türmen. Dann können wir die wegholen. Oha, die feiern voll die Party da drinnen. Wo? Achso, ja, er hat das Disco-Haus gefunden. Cool. Hey, mir passiert es jetzt immer öfter, das ist kein Spaß, schon zweimal die Woche passiert, dass ich mit dem Fahrrad schneller bin als wie mit einem Auto, dass ich 50 fahre mit dem Fahrrad, weil es einfach schön bergab geht und vor mir Auto und 30er fährt. Wieso bewegt sich der Wald dran nicht vorwärts? I don't know. Soll ich entladen die Steine oder soll ich den immer abstellen? Wie voll ist er denn? Ja, das ist schon, also, also 37% erst. Achso, na dann stellen wir erstmal. Jo. Und da wir jetzt eh bald Sommer haben, kannst du erstmal rausstellen noch. Die Parklücken nicht, in der Halle ist nicht mehr ganz so viel Luft. Meine Rede. Drauf schaut, ob ich ihn irgendwo hinstelle. Jetzt erst recht. Ich stell's irgendwo hin. Genau, tun sie das. Ich stell ihn da richtig weg. Nein. Ja, kannst du ja doch. Jetzt fährt Bernd wieder Wald dran. I don't know. Ja, ich bin gerade am. Aber man merkt mir. Ich bin Regel unterwegs. Oh, das ist noch hell. Sonst sind wir schon um 4 schlafen gegangen. Das stimmt, ja. So, what now, Fire? Now you take a Saat Machine. Yes. I know the Saat Machine. You can take with this one you need a little one. Or you what the weight? Or what? This one. The little one Saat Machine. One. Yes. Because it's, the big one is too big for the the right is the big one. No, yes. Yes. Yeah. No. The left one is the big one. What? That's in the middle, that's in the middle. In what middle? The left is ah, the yellow one. Achso, no, the green one in the middle. Ah, yes. Yes. The green one on the left is for the... But it's bigger. The green one is bigger. But smaller and need more... Oh, Jesus. Okay, I think it's too big. Yeah, then you need a class. Yes, okay. Or we plant some corn. Yes. Corn means... Money. No, but food for the rest of the world. Wenn wir Sex sind, tun, ja. Yes, we can. It's no problem for us. Dann tun no, it's a problem for us. We don't have a Häcksler. Aber der Verleiher hat einen. Aber wir können es dreschen, also zu uns weg, wenn wir es nicht brauchen. Ist so jetzt nicht aus. Wahrscheinlich das, nicht, das heißt, das Mieten von einem Häcksler ist der. Ja. Okay. Naja, aber für so einen Frontehäcksler, für einen Trecker. Ich meine, für das Feld 18 zu häckseln wäre also, das ist schon mutig. Ein Fronthäcksler für einen Trecker. Was ist mit dem Chat, was du drauf stehst, Feuer? Wir haben keinen Häcksler. Das ist so schwer, die kannst du gerade so mit dem Waldrad ziehen.
Also wenn musst du den Klaas holen und dann musst du die mittlere nehmen. Okay. Ich glaube, wir haben keinen Schlepper, was der PS2 hat, um einen Häcksler zu ziehen. Also der Waltra hat immer noch 200 ein bisschen was, ne? Ja, der Waltra hat 200 irgendwas, gut. Wer tauscht denn mit mir den Waltra? Und der Front Häcksler, ja. Da muss Takt tauschen, geht das? Gehen wir machen. Bist du auf 26 unterwegs? Ich bin auf 26 unterwegs. I know, it was a Fangfrage, a capture question, you know. Feldhexer Schneidwerke, da muss doch der... Ist das der Lakotec für... Front- Boah, Alter, wir haben aber eingeschützt, also das war schon international jetzt, oder? Ja. Das war super, Business Englisch. Nee, was ist das denn für Teil? Holy hello. You get distracted. It's dirty. Du musst nämlich die Beste von Schneidwerk dann rechnen. Oder bist du ohne Licht gefahren, das heißt, Bernd? Ja. Wieso fährst du ohne Licht? Ich habe gerade auch geschnitten gehabt. Da. Ja, dann hätte ich den Motor starten müssen und ich habe den Motor nicht gestartet, okay. Brauchst knapp 400 PS. Wo ist der? Der? Ne, ich suche die Häcksler oder gehören die zu den Maschinenhäckslern? Ne. Den Häcksler dafür bauen, das ist nichts anderes wie ein Aufsatz, was Fuhren der Maschinenhäcksler hat. Ja, nee, klar, aber ich suche die Kategorie davon. Meist findest du unter Feldhäcksler-Schneidwerke? Geräte. Ach so. Und da hast du ganz vorne den Nanotec. Nee, der nein. Von, der Lakotec, der hat auch die Aufnahmen für den. Der Lakotec hat die gleiche Aufnahme wie ein Häcksler hat und nicht wie ein Trecker. Genau. Ja, aber wir brauchen ja keinen. Wir brauchen ja den Adapter oder beziehungsweise den Dings für den Hex. Achso, stimmt. Hä? Das ist der Adapter. Nicht dumm. Der macht aus dem Frontlader. Niemand ist dummer als wie Fire. Jetzt, alles gut. Jetzt, eine Insel. Ja, okay, ich verstehe. Das heißt, du baust das Ding dran und dann nimmst du den von mir aus. Ein Schneidwerk, nimmst du ein Schneidwerk. Genau, sozusagen. Jetzt ja. Ja, okay, und 375 PS haben wir. Also, wenn mir jetzt nur jemand erklärt, wo wir Saatgut haben, dann bin ich aber auch happy hier. In der Saatgut-Dings vom. Vor dem Tunnel. Ah, ja, hier, dann war ich doch richtig. Ich würde sagen, ich gehe mal ins Bettchen so um 1800. Ja, gehen wir. Boah, gut. Ist hoffentlich eins der beiden Felder bald mal für reif. Oder irgendwelche Einwände davon, no. Dass wir jetzt nicht schlafen. Do it. Keine Einwände. Dann schlafen wir. Ach, schön. Damit haben wir Februar die dritte. Diese ist Schalt, ja, Jungs. Das heißt, wir kriegen im Februar mehr Geld als sonst. Mhm. Ja, ist ein schwacher Trost. Aber bitte lass jetzt reif sein, bitte lass jetzt. Oh nein. Oh. Was soll man denn jetzt? Er betet immer, dass das reif wird. Was soll man jetzt aussehen? Was sehen wir denn am Blitzen aus? Also ich würde jetzt Raps erstmal sehen. Weizen für Stroh haben wir mehr als genug oder Hafer? Raps oder Hafer würde ich nehmen. Oh. Bei Hafer hätten wir den Vorteil, wir kriegen auch wieder eine Strohablage, aber. Dann nehmen wir Hafer, oder? Bernd? Dann nehmen wir Hafer. Gut. Was zahlt denn gut? Ach, Geld ja, spielt doch keine Rolle, ey. Also Soja brauchen wir nicht ansehen, da haben wir noch genug auf Feld. Wenn es mir jetzt nur sagt, wo ich das Ganze aussehe, dann bin ich mehr als happy, schwör's euch. Da, wo du die Steine gesammelt hast, auf Feld. Ah, Feld. Ja. Wer hat denn gesagt, dass ich mir das merken muss? Ah, da drüben, weil da bin ich ins andere reingefahren. Das weiß ich schon wieder, ja. Euch ist bewusst, dass ich mir nur die Hälfte merke und nur ein Drittel von dem verstehe, was ihr redet. Hoffentlich. Ja gut, jetzt genau ist, wenn, ja, okay. Also sind wir uns beide einig, dass wir froh sind, dass Bernd dabei ist. Super. In vielen Geschichten schon, ja. Vor allen Dingen was für Feldbearbeitung und Dünger, Know-how also, und sowas. Ich fühle mir die das Spiel das erste Mal spielen. So geht es mir meistens, wenn es nicht gerade irgendeine einfache Bordvorstellung ist. Ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht, aber. Ah doch, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht zu lange raus oder keine Ahnung, zu kurz wieder drin. Blecki hat es also Blecki macht mir den Mund wässrig.
Offensichtlich hat er in den Kommentar geschrieben. Verstärkung. Ja, jederzeit herzlich, habe ich geschrieben. Haben, haben wir aber für Verstärkung noch, also Arbeit. Ja, natürlich. Ja, ich bin eigentlich derjenige, der nur mit dem Gator hinterherfährt und euch zuschaut. Das war meine Mission so. Eigentlich. Also jetzt nur unter uns, also das müssen wir, das bleibt da unter uns nicht, aber das habe ich schon so geplant gehabt. Am Ende des Tages werde ich nur zuschauen. Boah, wie geschickt hier GPS wäre. Boah. Ist ja nicht so, als wäre es nicht möglich mit diesem Traktor. Alter, das wäre jetzt. Ich lasse dir mal die erste Bahn fahren. Wollen wir noch mal anfangen? Machen wir das beim nächsten Mal. Ich möchte mich heute nicht anstrengen, weder geistig noch körperlich, aber. Trotzdem müssen wir den Part beenden. Es ändert absolut genau gar nichts. Also es tut mir vor, also da muss ich. Also da muss ich wirklich auf die Uhr schauen. Das hilft nichts. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir hier feier zuschauen, wir mit GPS und beim übernächsten Mal vielleicht, wo ich es selber mache, aber das möchte ich nun nicht garantieren. Ja. Hat uns sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba. Ciao, ciao.